Willkommen zurück zu einem neuen Part bei Familie Thompson. Ja, heute geht es um unsere super hübsche, cute Emmy. Wir werden ein weiteres Date mit dem Gray vereinbaren. Mal schauen, wie das läuft. Wir gehen diesmal in eine Bar. Sie hat sich schon schick gemacht und überprüft nochmal ihr Make-up, ihr Outfit und freut sich natürlich sehr. Sie kann es immer noch nicht so ganz glauben nach allem, was war, dass er jetzt ihr fester Partner ist. Vor allem so der erste nach dem Leo. Leo war ja ihre erste große Liebe, schon seit Teenie-Alter, seitdem sie zur Schule zur gemeinsamen gegangen sind. Und sie kann das alles noch gar nicht so glauben. Und was ich auch noch schnell zeigen wollte, der Shane ist befördert worden. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt irgendwie was an seinem Arbeitsalltag vielleicht resettet hat. Ich war nämlich so frei und habe ihm die drei Fälle per UI-Cheat ausgelöst und dadurch ist er jetzt befördert worden. Ich hoffe jetzt natürlich sehr, dass die Wache vielleicht ein bisschen besser geht und jetzt werden wir ihn, den Gray, um eine Verabredung bitten. Wir haben 20.50 Uhr, deshalb hoffe ich sehr, dass der Gray jetzt nicht schläft, sondern da wach ist und schön mit uns geht. Das wäre super, super cool. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Date verlaufen wird. Ich finde es einfach nur so lustig, dass sie überhaupt kein Spiegelbild hat. Ist immer wieder gewöhnungsbedürftig. Man sieht alles an Objekten, zum Beispiel das Telefon oder ihren Plumbob, aber mehr halt dann auch nicht. Wer ist denn das? Der Ben. Der Ben, der hat einen komischen Helm auf dem Kopf. Du siehst sehr interessant aus, aber der Ben ist da. Hey, es ist ein Weltstar. So, Gray. Darf ich dich umziehen? Ratzfatz um, heute ist Ladies Night. Dann wirst du erstmal zu ihm gehen und sagen, hey, für Ben flüstern. Ah, nee, über Ben flüstern. Aufregung über Ben. Ah, okay, okay, okay. Sie wird dann erstmal zu ihm gehen und sagen, hey, super schön, dass du zugesagt hast und ich freue mich sehr. Jetzt freuen sie sich erstmal über den Ben. Ben genießt es natürlich in vollen Zügen. Okay. Dann gucken wir einfach mal, also das ist das coole Grundstück. Es ist dann jetzt noch ein bisschen hell, aber ich fand das so, so cool. Es leuchtet, man hat hier so zwei Ebenen. Man kann sich draußen viel beschäftigen. Ich hatte gerade einen kleinen Hänger. Hier innen drinne kann man sich auch beschäftigen. Es sind sogar schon ein paar Leute da, voll cool. Und ja, wir gucken einfach mal, wie das jetzt so läuft. Ich würde sagen, wir gehen erstmal an die Bar. Zusammensitzen. Und bestellen uns jeder ein Getränk. Gray, kommst du mit? Gray, jetzt ist der Platz besetzt. Du musst daneben der Emmy stehen, dann wird sie sich ein bisschen weiter mit ihm unterhalten, über Vampirtraining bitten. Oh. Tag verschönern, dann wird sie mal nach seinem Tag fragen. Das haben wir auch schon, sehr cool. Hier sitzen und plaudern, setz dich mal neben sie. Und er erzählte dann so, dass er heute nicht viel gemacht hat, dass er seiner Schwester ein bisschen geholfen hat. Sie ist ja Fotografin und sie hat einen ganz wichtigen Auftrag bekommen. Da hat sie halt ein bisschen geholfen. Und er sagt dann so, okay, cool. Dann könnte man eine tiefgründige Unterhaltung machen, das ist doch rote Augen irgendwie, nee, oder? Sieht glaube schon so aus. Über Vampir-Dasein grübeln, okay. Moment, wartet mal. So, ich habe ihn mal gerade glücklich gemacht, dass er hier nicht so eine Schnut zieht. Das ist ja nämlich nicht so schön. Dann machen wir mal hier ein bisschen Musik an, einschalten. Was machen wir denn Schönes an? Was machen wir Schönes an? Irgendwas Romantik. Genau, Romantik. Dudelt die Lala hier oben auch? Ja. Okay. So, Emmy. Und Emmy? Gefällt's dir? Glaub schon, oder? Du bist zumindest ziemlich kokett schon. Wie sie guckt, sie ihren Blick. Sie so, was machen die da? Ist es dein Ernst, dass du jetzt mittendrin stehst? Ihr könnt auch zusammen tanzen, geht das? Langsam tanzen mit dem Gray. Okay, gut. Ich kann jetzt leider den Gray das nicht auswählen lassen, weil er ja nicht in der Familie ist. Oh, die Emmy geht voll ab. Wir tanzen sie jetzt ein bisschen, haben einen schönen Tag zusammen, beziehungsweise einen schönen Abend. Die Emmy freut sich sehr, dass sie dieses Date zusammen haben. Und dann werden sie aber mal zusammen tanzen. Ich hoffe, sie tanzen hier zusammen. Und dann kannst du mit ihm tanzen, okay? Mit Gray tanzen. Schau mal, jetzt können wir zusammen tanzen. Hui! Ja, voll schön.
Dann können wir noch ein bisschen versuchen, romantisch zu interagieren. Ihr könnt mal die Beziehungsideale diskutieren. Sagen hier, wenn das wirklich klappen soll zwischen uns, gibt es keine Geheimnisse. Vor allem nach dem, was wir vorher hatten. Okay, wobei das Versuchen zu verführen, das lassen wir mal lieber weg. Aber er sagt dann auch, nein, ich habe keine Geheimnisse mehr vor dir. Es tut mir wirklich sehr leid, dass das halt alles so gekommen ist. Ich versuche es Beste draus zu machen, dir wieder zu zeigen, dass du mir vertrauen kannst. Und das nimmt sie natürlich sich sehr zu Herzen und ist ihm da sehr dankbar für. Sie streichelt ihm die Wange. Wie süß. Ne, Gray? Super, super cute. Und könnt ihr jetzt langsam tanzen? Moment, wir versuchen das mal bei den Romantik-Dings. Aber er ist auch sehr kokett. Das ist ja schon mal sehr schön. Versuchen wir mal ein bisschen Händchen zu halten. Und versuchen wir es nochmal, dass sie zusammen langsam tanzen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Und was ist jetzt? Oh, wie süß. Wieso sitzt die Christina da so ganz traurig? Wieso könnt ihr nicht langsam tanzen? Dann gehen wir halt raus. Langsam tanzen. Los. Jetzt tanzen sie langsam draußen. Oh Gott, Leute, ihr macht mich ein bisschen fertig. Aber schon ein kleines bisschen, okay? Och, so schön. Oh, ich bin mir noch hin und weg. Immer zwar noch so ein bisschen komisches Bauchgefühl nach allem, was er ihr halt angetan hat. Aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ist das doch ganz, ganz süß. So, und könnt ihr zusammen tanzen? Nein? Doch? Klappt's? Oh nein, oh mein Gott, sie haben ihren ersten Kuss. Ich glaube, ich flippe aus. Oh mein Gott. Sie haben ihren ersten Kuss. Oh, Abby, wie sie sich freut. Oh mein Gott, mein Herz macht gerade Freudensprünge. Ach, wie süß. Oh mein Gott, sie hatten ihren ersten Kuss, die zwei. Krass, heiß und süß. Meisterin der Finsternis, neuer bester Freund, Nachteule. Wie schön. Emmy, du hattest deinen ersten Kuss mit ihm. Du kannst meinem verführerisch zuflüstern sagen, dass du das so schön findest, diese Verabredung, auch wenn sie nicht so eine schöne Vergangenheit haben, findest du es trotzdem total schön, dass sie sich annähern, dass da was draus werden könnte, wenn sie sich beide anstrengen. Deshalb wird sie ihm gleich ein Ständchen singen. Och, Emmy, ich find's euch so süß, euch zwei. So, so süß. Und? Verknallt. Oh mein Gott, Emmy ist verknallt. Er hat ihr anscheinend ein aufgewecktes Geschenk gegeben. Verknallt, Emmy kann es nicht erklären. Aber sie ist wirklich verliebt in Gray. Wow. Dann macht sie mal einen flirtigen, lustigen Quick Kommentar. Dann wird sie mal die Zuneigung auch ausdrücken. So schön. Und? Machst du jetzt ein Ständchen? Ja. Hey! Bleib hier, du verrücktes Huhn. Los. Und? Wie schön. Voll schön. Ich denke mal, das zeigt ihm halt auch, dass sie wirklich versucht, ihm zu vertrauen. Er fährt voll drauf ab. Sie singt gut, gell? Ja, ja, die Emmy ist eine gute Sängerin. Die hat das gut geübt. Ne? Sie hat Level 10. Schön, 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 schön. Ja, ja, voll cool. Also ich fand's schön, wie es war. Sie hat noch gar nicht den ersten Kuss. Also das unter Mistelzweig zählt gar nicht. Oh mein Gott. Aber jetzt hatten sie den ersten Kuss. Oh mein Gott, wie schön. Wie schön. Ha.
Wunder, wunderschön. Ich bin hin und weg von den zwei. Vor allem so langsam kann man auch sagen, dass ja, den Schmerz, der er ihr zugefügt hat, die Liebe dann übersiegt. Aber jetzt möchte ich bitte, dass ihr nochmal zusammen langsam tanzt zum Abschluss. Bitte. Wir wollen, dass ihr tanzt. Los jetzt. Oh, endlich. Oh, mach mal deinen Arm richtig hin. Ach, wie süß. Süß. Uff. Oh, wie geil. Ja, ich konnte leider nicht den Gray auswählen lassen. Es tut mir leid. Jetzt ist er leider hingeblumst. Oh. Oha. Könnt ihr jetzt ein bisschen flirten oder euch küssen währenddessen? Geht das? Wartet. Oh ja. So sehen. Oh mein Gott. Oh, mein Herz macht Freudensprünge. Hui. Diese Drehung hat geklappt. Nur wenn sie ihn nochmal halten muss, dann wird er wahrscheinlich wieder umfallen. Och, so schön. Okay, Emmy. Gehst du hin? Emmy. Okay. Ich denke, für diesen Abend war es das. Wir werden danach nach Hause gehen. Sie wird jetzt hier ihre zwei Beutel noch trinken, dass ihr Durst gestillt ist. Ich denke mal, wir hatten ein wunderschönes Date. Ich denke, es hat beiden gefallen und wir müssen uns jetzt beeilen, bevor die Sonne aufgeht und wir ein bisschen brutzeln. Aber ja, ich fand es total schön. So, wir sind wieder zu Hause. Die Apple hat leider wieder eine Blasenentzündung. Nichts Neues und ich glaube, mit diesem zuversichtlichen, total happy Gesichtsausdruck unserer Emmy verabschieden wir uns jetzt von dir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du bist genauso aus dem Häuschen wie ich über dieses Date, dass es so schön verlaufen ist. Und ich glaube, unsere Emmy, die kommt langsam auf Wolke 7 an. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie langsam wirklich auch ihm mehr vertraut. Ob sie ihm wirklich jetzt verziehen hat, zu 100% denke ich noch nicht, weil er hat es ihr nur einfach ja, das angetan. Aber sie hat sich halt einfach auch in ihn verliebt, weil er ihr halt auch wirklich versucht hat, eine andere Seite von sich zu zeigen. Und ich denke mal, das gewichtet dann halt einfach ein bisschen mehr. Und sie hat sich nun mal verliebt. Wir können nochmal ins Profil reinschauen, wenn wir es geöffnet bekommen. Ja, das sieht doch schon mal sehr okay. Er ist sogar eine treue Seele, also das muss schon einiges heißen. Liebende, fester Freund, beste Freunde als sehr attraktiv empfunden. Ja, verliebt sein ist einfach wunderschön. Gefühle von Gray gegenüber Abby. Du weckst Gefühle in mir. So viele Gefühle passen in ein kleines Glas. Es ist es. Myrian Hope zu überreichen lässt das Herz von Gray schneller schlagen. Tiefe Verbundenheit, das hat die Emmy auch. Sie hat auch ein aufgewecktes Geschenk. Sie hat von ihm irgendwie ein Geschenk bekommen. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Und dann habe ich es vergessen. Und sie ist ein bisschen verknallt in ihn. Voll schön. Ich hoffe natürlich, dass wir das bei ihm auch noch hinbekommen, dass er verknallt in sie ist. Ja, ich glaube, das kann was richtig Schönes werden, wenn es richtig läuft. Dann wünschen wir dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit einschaltest. Und würde sagen, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.